Ich möchte aber auch genauso darauf hinweisen, dass wir Mobilität in der Stadt haben. Wir diskutieren hier, ob das Wasserstoff ist oder ob das Batteriefahrzeuge sind. Wir haben aber genauso auch die Mobilität im ländlichen Raum, die wir betreiben und sichern müssen über den ÖPNV. Und da werden sich die Konzepte sehr wahrscheinlich auseinanderlaufen und spalten. Wir werden wahrscheinlich nicht in naher Zukunft Batteriebusse im ländlichen Raum haben können, wo wir dann hohe Geschwindigkeiten, lange Strecken mit Batteriebussen zurücklegen müssen. Das müssen wir mal sehen. Von der Seite wird sich die Entwicklung der Antriebstechnik auseinanderdivergieren. Wir werden nicht mehr den Standard-Dieselbus haben, der im Moment heute überall einsatzfähig ist, sondern wir müssen sehen, welche Linien sind sinnvoll für welche Technologie. Und dann können wir entsprechend was einsetzen. Und in dem Rahmen arbeiten unsere Unternehmen auch. Wir untersuchen die Linien und gucken, welche Technologie können wir sinnvoll einsetzen. Sicherlich ist ein Unfall schon mal vorgekommen, insbesondere so kleine Blechschäden und ähnliches mehr. Wir haben, um das Thema vielleicht etwas weiter zu fassen, in Europa und auch in Übersee, wenn wir jetzt spezifisch über Wasserstoffbusse sprechen, die meinen Sie wahrscheinlich hinsichtlich der Sicherheit. Wir haben seit 2003 weltweit Wasserstoffbusse im Einsatz in der EU. In keinem dieser Fälle hat es irgendetwas gegeben, was tatsächlich zu einer Sicherheitsfrage, sei es an der Tankstelle oder sei es im Betrieb der Fahrzeuge, gegeben. Dort werden Partikel und Stickoxide in der Nachweisgrenze sein. Das bedeutet, die Luft, die Sie ausatmen, ist wahrscheinlich nicht so sauber, wie die aus dem Bus hinten rauskommt. Also in Zukunft können Sie beruhigt hinterherfahren. Und wir haben logischerweise... Ja, die werden jetzt auch bestellen, irgendwann, weil es nicht läuft, eine Ausschreibung im Moment. Okay. Und auch die Realitäten einfach eines Unternehmens. Wir haben 800 Millionen ausgegeben bei einem Umsatz von 2,3 Milliarden für diese Euro 6 Technologie. Das heißt, das ist der nächste Technologiesprung und wir sollten, können auch nochmal Kraftstoffersparnis zu Euro 5 hinbekommen. Denke ich, ganz wichtig, dass der Ausgangspunkt. Wie sieht es denn aus mit der Versorgung mit Wasserstofftankstellen? Was muss denn da eigentlich zuerst da sein? Muss erst der Wasserstoff da sein oder müssen erst genug Nachfrager da sein? Das ist jetzt diese typische Diskussion Henne-Ei. Ja. Da kann man natürlich sagen... Einer muss vorangehen. Genau, einer muss vorangehen. Die Holzmannstraße ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Dort haben wir praktisch das ganze Portfolio aufgedreht. Dort kriegen Sie von den konventionellen Kraftstoffen über Bio-Erdgas, Flüssiggas, bis zu Wasserstoff und auch Batterieladen kriegen Sie alles. Ich denke, wir brauchen als nächsten Schritt da dann die Rahmenbedingungen, dass wir genau wissen, was wie kommt. Das würde dann auch auf so einer Tankstelle wie der Holzmarktstraße vielleicht wieder ein bisschen für Ordnung sorgen, weil dann könnte man vielleicht das ein oder andere besser auf die Kundenbedürfnisse zuschneiden, könnte vielleicht das eine oder andere auch wieder zurückfahren. Wie auch immer, muss man einfach gucken, was da kommen mag. Ja, ich glaube, wir brauchen uns in Deutschland nicht zu verstecken. Wir kriegen das hier ganz ordentlich hin. Und wenn man jetzt nach London schaut, das kann man immer machen. Man muss fairerweise auch sagen, was London jetzt macht mit Einfahrtgebühren in die Innenstädte, hat etwas damit zu tun, dass dort der ÖPNV insgesamt nicht besonders optimal organisiert ist. Und man versucht jetzt im Nachhinein, den ÖPNV besser zu machen, weil man zu lange auf das Auto gesetzt hat und auf den Straßenverkehr dort. Und das ist dann die Frage, wie kriegen wir den Strom in den Verkehr, und zwar da, wo er noch nicht ist. Und Strom im Verkehr kann dann sein der Elektrobus oder es ist der Wasserstoffbus. Am Ende wird der Strom dann beim Wasserstoffbus an Bord erzeugt, in der Brennstoffzelle. Aber es geht immer um die Frage, wie kriege ich den Strom in den Verkehr rein. Aber wie können wir den rekreativen Strom nutzen für den Verkehr? Und da bin ich eigentlich auf das Problem gestoßen, dass die Abnahme des regenerativen Stroms automatisch erfolgt und die Unternehmen den ja abgenommen bekommen und eher konventionelle Kraftwerke stilllegen. Das heißt, der Druck ist gar nicht so groß, diese Energie in den Verkehrsmarkt hineinzubringen, sondern es wird eher dadurch Standardkraftwerke abgeschaltet. Das heißt, ich muss mich zwangsläufig mit Alternativen zu einem System, wo wir erkennen können, dass... Den Umfang wissen wir heute nicht, aber dass es zwangsläufig teurer wird. Dazu muss ich heute Alternativen entwickeln, gerade aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Das kostet heute viel Geld, das ist so. Aber wenn ich die entsprechenden Entwicklungsaufwendungen heute nicht trage, habe ich keine Technologie in den nächsten Jahren, vielleicht auch in der mittelfristigen Perspektive erst, die ersatzweise für den dann wahrscheinlich teuren Diesel eingesetzt werden könnte. Also wir haben momentan einen Preis von 9,50 Euro pro Kilo. Das sind
Mehrwertsteuer mal runtergerechnet, sind wir bei 8 Euro netto. Das ist momentan mit Sicherheit nicht, gerade wenn man den grünen Ansatz geht, kostendeckend. Also mein Controller sagt immer, jedes Kilo Wasserstoff, was ich nicht verkaufe, ist ein gutes, aber das ist ein anderer Aspekt. Punkt hingewiesen, der Wasserstoff ist im Moment steuerbefreit, bis auf die Mehrwertsteuer. Und daraus, wenn Sie die Debatte in 3 Jahren nochmal führen, steht hier wahrscheinlich noch ein Kollege aus dem Finanzministerium und wird das dann